So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und guck doch mal, was ich für einen feinen Pullover anhabe. Ist ja nicht richtig genial. Das fühlt sich an wie eine zweite Haut. Danke nochmal an Bowling Ball und Neues Gelb, dass die mir so einen tollen Pullover geschickt haben. Ja, den habe ich mal auf meine Wunschliste gepackt. Guck doch mal, der brennt, Alter, der brennt. Das sieht immer noch aus wie ein Neoprenanzug. Den werdet ihr jetzt wahrscheinlich öfters sehen. Und damit werde ich auch die Leute an Weihnachten irgendwie, Adi Schatz, stressen, überraschen, Mann. So, weg ist er. Wir sitzen jetzt aber hier, weil ich euch nochmal was zeigen wollte, einen kleinen Lifehack, ja, Lifehack. Und zwar, ihr wisst, ich esse ja gerne immer diese Samyang Buldak Nudeln in verschiedenen Sorten, die Käse, die Too Spicy, vor allem die Too Spicy, aber die sind halt manchen wirklich Too Spicy, ja, also zu scharf. Manche sagen, die haben richtig einen guten Geschmack, die sind aber einfach zu scharf, die haben immer Schmerzen beim Essen, die, ja, denen geht's halt einfach nicht gut, denen ist das zu viel. Die müssen dabei ständig Milch trinken oder irgendwas, außer Shenaya, die hat ja keine Emotionen und keine Gefühle, die ist ja einfach wie ein Stein, das geht nahe und weg ist, ne. Ob die danach Bauchschmerzen hatte oder Durchfall, schreib's mal in die Kommentare. Und ich habe jetzt gedacht, was kann man denn machen? Ich habe ein kleines Experiment vorgehabt, das habe ich jetzt schon mal gemacht ohne Kamera. Und weil es so genial war, habe ich gedacht, ich mache es mal mit Kamera. Erstmal brauche ich natürlich Too Spicy Nudeln. Hier sind jetzt noch zwei Packungen drin. Ich werde also nicht nur eine Packung machen, ich werde wieder mal zwei Packungen Too Spicy machen. Weil wenn man eine macht, das ist immer so viel Aufwand und dann nur so eine kleine Portion. Und wenn man zwei macht, dann ist das einfach, hat man denselben Aufwand, aber gleich die doppelte Menge zu essen. Und ich bin ja eh dick, also brauche ich auch ganz viel Too Spicy Nudeln, damit ich überhaupt satt werde. Und selbst nach den zwei Portionen habe ich eigentlich immer noch Hunger, weil die einfach so lecker sind. Und wem die zu scharf sind, den empfehle ich, kauft euch mal, habe ich jetzt aus dem Rewe, einfach mal so eine Dose Gurkensalat. Das klingt jetzt total, hä? Ich habe das wirklich getestet. Ich habe zwei Packungen Too Spicy gemacht, habe das alles verrührt mit der Soße drauf und dann habe ich mir diese ganze Packung Gurkensalat, ja, in die Schüssel mit rein, habe das nochmal verrührt. Erstens hat das nochmal irgendwie eine total frische, leckere Note. Ich finde, die Gurken passen wirklich mega gut dazu. Und zweitens, da ist ja viel Sahne dran und dadurch, dass da so viel Sahne dran ist, schmeckt das alles nochmal intensiver, köstlicher, aber gleichzeitig nicht so extrem scharf. Das ist so ein genialer Lifehack, ja. Ich habe auch schon die Fortsetzungen davon abgedreht. Ist komisch, dass ich das jetzt dazwischen drehe, aber das ist Gurkensalat. Hier kannst du die ganze Packung an zwei Packungen Too Spicy machen. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und dann werdet ihr auch später noch sehen, was passiert, wenn man keinen Gurkensalat hat, was man noch nehmen kann, aber das in dem Extra-Video. Jetzt erstmal das Zeug hier fertig machen. Der Adi versucht schon wieder an die 4-Bro-Limonaden zu kommen. Die habe ich letztens auch getestet. Da habe ich eh gedacht, wenn ihr 4-Bro-Limonade nicht kennen und kennenlernen wollen würdet, dann könnte man da ja mal so 5 Flaschen verlosen, dass einer so ein Probierpaket bekommt mit Goozer Cruiser, Apple Cruiser, Berry Cruiser, Icy Cruiser und Digi Cruiser. Von jeder Sorte eine Flasche mal zum Verlosen. Ich weiß aber noch nicht, wann und wie und wo. Das hätte ich eigentlich unter dem 4-Bro Video direkt machen müssen. Jetzt rede ich hier davon, obwohl das vielleicht dann schon längst geklärt ist. Wir bereiten das jetzt zu, melden uns gleich zurück im Neoprenanzug, Bruder. So, wir sind zurück. Die Nudeln sind theoretisch fertig und normalerweise esse ich das dann halt immer so. Also ich packe die Nudeln wirklich hier in so einen Sieb. Lass das richtig abtropfen, dass da wirklich gar keine Flüssigkeit mehr dran ist. Ihr seht hier, keine Flüssigkeit, außer die zwei Lusttropfen, die da rauskamen. Packe dann die Nudeln auf meinen Teller oder in eine Schüssel, wie in dem Fall. Mach dann direkt die Soße drauf, damit die Soße nicht zu flüssig wird, dass ihr wirklich die ganze Soße so habt, wie sie ist. Nicht wie beim Chiesto, der da in seinem Bottich einfach noch 10 Liter Wasser hat. Und dann ist es eine Nudelsuppe, ja. Machen wir kurz hier das Gebambel drauf, hier, zack, einmal Gebambel.
zweimal gebumble. Bei den Soßen musst du gleich wieder richtig aufpassen, weil das macht halt immer alles dreckig. Das ist übrigens Algen, ja. Ganz ohne Knossi haben wir uns Algen besorgt. Und natürlich Sesam. Hier habt ihr jetzt das Tütchen. Normal reiße ich das immer auf. Aber durchs Aufreißen ist das dann immer so schräg aufgerissen, dass sich das kreuz und quer überall verteilt. Jetzt also die Soße drauf. Ihr seht schon wieder, wie schön heftig diese Soße ist. Die sieht richtig gut aus. Ich warte immer noch drauf, dass der Käse einfach mal ein Tütchen nimmt und steckt sich's in die Nase rein. Und dann hat er wieder so geschwollene Lippen und tränende Augen und die Nase fliegt weg, hoch bis zum Mond. Das wäre bestimmt richtig lustig. Der Käse ist jetzt immer unser Versuchskaninchen. Wir brauchen aber noch eine zweite Tüte. Too spicy, ja, steht auch drauf. Too spicy. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich heißen soll, dass das doppelt so scharf ist wie das normale. Oder ob das too einfach für das Wort stehen könnte, also dass es zu scharf ist, ja. Too spicy. Weil sonst hätten sie ja wirklich auch noch 4 spicy und 6 spicy und 100 spicy bringen können. Dann ist es nicht zu scharf, obwohl dann ist es wahrscheinlich zu scharf. Aber da geht ja noch was. Ihr habt Shania gesehen, ne? Die muss fallen. Da muss noch was her. Dann habt ihr eigentlich... Jetzt schon wieder ist alles voll gesaut, ne? Guck, ein Flecke macht hier alles voll gesaut. Dann habt ihr das ja so, sieht immer aus wie Schwarzkohle. Dann könntet ihr das theoretisch schon einmal rummachen. Das ist auch das, was ich gemeint habe. Dass egal, wo ich das reinpacke, immer wenn ich das rummache, dass alles so dunkel wird und so schmierig und so brutal aussieht, dass die Schüssel danach meistens gar nicht mehr sauber geht. Jetzt machen wir das hier ein bisschen rum. Dann haben wir das so, wie ich das normalerweise immer esse. Aber heute, wir haben ja beim letzten Mal bewiesen, dass wir einen Doppelpack so essen können. Auch in einer guten Zeit, denke ich mal. Es ging jetzt an sich nicht um Zeit. Leute haben auch gefragt, wieso haust du das denn so schnell rein? Isst du es uns auch immer so? Das war ja wirklich, je länger du isst, desto länger musst du leiden. Und je eher die Portion fertig ist, weg ist, desto eher lässt es wieder nach und ist wieder gut. Und jetzt haben wir natürlich noch unseren Gurkensalat. Das ist jetzt unser Joker, den wir heute ziehen. Packen wir hier hin, knallen wir hier drauf. Gurkensalat einfach auf die Samyang-Nudeln. Einfach mal so, einfach und schnell, so als Lifehack, ne? Wenn man sagt, man möchte die Nudeln auch mal probieren, aber die Nudeln sind einem zu scharf, gönnt euch Gurkensalat. Das ist so entstanden, dass ich so viel... Warte mal, Adi! Hallo Adi, Schatz! Da hängt Gurke an der Kamera. Ja, Adi, dein Deckel ist unten und das ist auch unten. Bitteschön, geh mal bitte runter. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen, Mann? Zum Glück liegen hier Servietten. Jetzt muss ich Pupsi Servietten klauen. Muss mal versuchen, das hier irgendwie sauber zu machen. Das ist natürlich sehr schön, weil jetzt alles total verklebt und verkeimt ist. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Ton jetzt ist. Kann sein, dass der Ton jetzt dumpf ist. So, stellen euch jetzt wieder dahin. Das ist jetzt abgewischt. Lecker, lecker, lecker. Da sind jetzt die Nudeln drin. Mit dem Gurkensalat. Die ganze Idee kam daher, da mir in letzter Zeit so viele Leute Too Spicy Nudeln bestellt haben, geschickt haben, geliefert haben, gesendet haben, dass ich dachte, wie soll ich die denn alle essen, wenn ich jeden Tag mir eine Portion mache. Das dauert viel zu lange. Ich will ja auch mal was anderes essen. Also habe ich angefangen, dann immer 2 Portionen mit einmal zu essen. Da das dann aber immer so extrem, extrem war, wenn du jeden Tag 2 Portionen isst und einfach immer mit dir kämpfen musst, habe ich gedacht, gibt es nicht was, dass das leichter zu, leichter zu essen ist, dass du trotzdem diese doppelte Portion naschen kannst, aber nicht jedes Mal stirbst. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert mit einer Packung Gurkensalat. Jetzt komme ich mir schon vor wie Hong, ja, der jetzt hier stundenlang einfach den Bottich umrührt.
Aber hier geht's ja um was. Was nicht heißen soll, bei ihm ging's um nix. So, und jetzt habt ihr das schön rumgemacht. Da habt ihr auch noch eine Gurkenscheibe drauf. Und dann kann man das theoretisch, so wie es ist, einfach essen. Selbst wenn es vorher heiß war durch den Gurkensalat, hat es jetzt eine richtig tolle Temperatur. Es kann sein, dass trotzdem gleich Schluck auf entsteht. Das ist dann eine ganz normale körperliche Reaktion. Die kann ich leider nicht abstellen. Denkt einfach, das war ein ASMR-Video. Also die Augen tränen trotzdem, die Nase fängt an zu laufen. Aber es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer. Könnte man sagen, eigentlich ist das ja Verschwendung, dass man sich so teure Nudeln kauft und dann so verschandelt, dass man das gar nicht mehr merkt. Aber ich esse sie ja normalerweise so. Normal. Das soll jetzt wirklich nur ein Tipp für euch sein. Und ich habe es schon oft erlebt, wirklich. Dass sich Leute, obwohl sie das nicht kennen, gleich einen Fünferpack bestellen und dann bei einer Packung, die sie probieren, aufgeben. Selbst den allerersten Teller, den sie sich machen und probieren, nicht ganz essen, dann sagen, ja, den Rest habe ich weggeschmissen. Und das finde ich dann natürlich ultra schade. Deswegen, wenn ihr euch das nicht zutraut oder das nicht ganz essen könnt, schenkt lieber die Zun-Packungen, macht jemand noch eine Freude damit. Oder gibt es jemanden, den ihr nicht leiden könnt. Und ärgert ihr ein bisschen. Wenn ihr keine Freunde habt, so wie ich, dann helft euch selber. Und dann könnt ihr der Schärfe einfach etwas wegnehmen, sodass auch ihr trotzdem eure Nudeln essen könnt, wenn die euch normalerweise viel zu scharf sind. So, ich sehe wieder aus wie ein Schwein. Ich habe auch wieder roten Lippenstift am Start. Obwohl das diesmal nicht so schlimm aussieht wie beim letzten Mal. Äh.
würde ich sagen, war es das mit dem Video. Das war es von meiner Seite aus. Die Brille beschlägt. Trotzdem schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, denn dann zeige ich euch, wie ihr noch zwei Packungen essen könnt, wenn ihr keinen Gurkensalat habt, was alternativ auch funktioniert. Bis dahin, peace out, Vorhaut.